Hanni, oder der eine oder andere wird sich jetzt fragen, what the fuck, sind Rückblick, wo bleibt er? Und ich muss sagen, das ist er nicht. Denn wir sind durch Zufall oder so auf einen Root-Server von einem Kumpel gestoßen und haben uns jetzt da kurzfristig entschlossen, da noch eine Runde mitzumachen. Das Ganze läuft auf der aktuellen Tacket-Version. Und das lief jetzt bloß mal so quasi ein, zwei Tage. Und wir hatten halt ein bisschen Zeit, ein bisschen was zu bauen und unter anderem erstmal vielleicht ein bisschen was zu Toni, seinem kleinen Baum hier. Im Endeffekt komplett aus ausgebauter Rubberwood-Baum mit angefangener Küche und allem drum und dran, was man so schön wieder braucht, mit Bett und den ersten kleinen Gerätschaften von Industrial Craft. Und ähnlich sieht es dann bei mir drüben auch aus. Mal gucken, ob ich das überlebe. Ja, schön. Dann habe ich schon angefangen mit Forestry und erstes bisschen was zu bauen, allerdings funktioniert der Server leider relativ schlecht, deswegen mal schauen, was hier passiert. Außerdem haben unsere Leute hier gerade ihre eigene Base gesprengt mit einer riesengroßen Nuke. Das waren mindestens 10 Nukes, so wie ich das sehe. Und da werden wir sehen, ob das hier noch groß weitergeht. Ansonsten werden wir versuchen, irgendwann sicher auf einen eigenen Tacket-Server noch umzusteigen, weil Tacket ist doch schon ein sehr interessantes Modifikationsteil und hat interessante und gute Ansätze. Und mal schauen, was das alles so bringen wird. Also ich denke mal, selbst wenn Tacket dann umgesetzt wird, wird es im Endeffekt wieder darauf hinauslaufen, dass wir wahrscheinlich wieder so zwei Baumhäuser oder irgendwas in die Richtung bauen werden. Ja, das kurz als Rückmeldung, was denn so passiert ist und was war und was wird. Und ich danke euch fürs Zuschauen.